Willkommen hier aus Spa-Francorchamps zu unserer F1 22 Mega-Season, zu unserem Rennen. Wir sind hier in Belgien mit Ferrari und unsere, ja, klare Mission lautet Mission Win the Championship mit Charles Leclerc. Hat eher so semi gestern bei, ja, dem richtigen Leclerc funktioniert. Man hat wieder alles verkackt, wie es nur ging. Wir haben aber hier nochmal die Strecke, 7.004 Meter, 19 Kurven, 2 DRS-Zonen und eine der besten Strecken. Gute Nachricht, sie wird auch 2023 Teil des Formel 1. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der Professor startet aus der Pole Position und Lando Norris steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Hamilton, Verstappen, George Russell und Perez, Fernando Alonso, Ricciardo, Ocon und Pierre Gasly, Vettel, Sainz, Yuki Tsunoda und Mick Schumacher, Stroll, Magnussen, Valtteri Bottas und Alexander Albon, Joe und Nicolas Latifi. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Und so, wir sind hier aus der Formation Lab zurück und ja, die Pole Position konnten wir uns gestern erfahren, wie wir das Ganze geschafft haben. Guckt gerne vorbei, oben rechts habe ich euch das Qualifying bzw. das Training und Qualifying verlinkt. Es geht direkt Schlag auf Schlag, am Wochenende geht es wieder nach Zandvoort und es wird auch nach eine Woche drauf nach Monza gehen, also wirklich einen Triple Layer. Los geht's, die 5 roten Lichter gehen aus, guck dich mal an, wie schief ich mich da hingestellt habe, um da direkt Lando Norris abzudecken, aber auch um natürlich schnellstmöglich auf die Ideallinie zu kommen. Das hat gut funktioniert, das Glitzern ist neu, sieht echt billig aus. Ja, ich glaube mal, das ist ein leichter Bug von dem Replay-Modus, aber trotzdem, sehr, sehr guten Start, wir kommen sehr gut weg. Hamilton hat direkt im Start Norris überholt, auch Russell, denke ich mal, wird ihn da überholen. Die Mercedes im Game um der Ecke besser wie im Wirklichen. Wir werden ein bisschen noch über das Rennen reden. Recap wird es in dem Fall leider nicht geben. Es tut mir leid, aber ich muss auch wieder für die Niederlanden vorproduzieren. Und ich möchte auch jetzt nicht zu viel darauf eingehen. Es war ein sehr interessantes Rennen auf jeden Fall. War spannend. Wir haben den ein oder anderen unnormalen die eine oder andere unnormale Szene gesehen. Ich habe euch meine Top 5, mit die werden wir jetzt auch ein bisschen durchreden. Ja, mein erster Moment war auf jeden Fall der Crash zwischen Fernando Alonso und Lewis Hamilton. Da war Hamilton schuld, hat zuerst anders ausgesehen, aber man hat da schon gesehen, Hamilton hat die Tür ein bisschen zu früh zugemacht, hat wenig Platz gelassen, deswegen klar Hamilton-Fehler. Hat das auch zugegeben, Fernando Alonso hat noch im Nachhinein gesagt, ja, es war ein bisschen in der Hitze des Gefechts, dass ich Idiot gesagt habe und. Ich denke mal, da steckt schon ein bisschen Wahrheit dahinter, weil so eine gute Beziehung hatten die beiden eigentlich ja seit Beginn an nicht. 2007 waren sie ja das erste Mal miteinander und da, glaube ich, war auch schon die Beziehung nicht so gut, gerade was da alles vorgefallen ist und dann, ja, deswegen denke ich mal, ist da ein bisschen, auch wenn es in der Hitze des Gefechts war, könnte auch ein bisschen Wahrheit dahinter stecken. Ja, dann geht's weiter. Mein zweiter Moment war auf jeden Fall, ja, diese Aufholjagd von Verstappen war krank. Ich meine, er hatte mit Abstand wirklich das beste Auto, das ist auf ihn hingeschnitten. Er war auch im Qualifying schon 7 Zehntel schneller als ja der zweitschnellste. Und ja, man braucht jetzt nicht sagen, Leclerc oder so hatte da nicht so reingepaced. Ja, man muss sagen, Leclerc hatte im Qualifying ein bisschen Pech, wenn man ihm da vorher die frischen Reifen drauf gegeben hat. Aber ich denke mal, die 7 Zehntel könnten 5 Zehntel sein. Dennoch, wir gucken uns hier nochmal die Start-Replay an und wir kommen da klar besser weg als Lando Norris, aber jetzt nicht so. Ich meine, das Auto ist sehr overpowered. Wir sind mit Abstand das schnellste Auto, weil ich den Stand vor der Sommerpause genommen habe und da war halt Red Bull, war halt Ferrari das bessere Auto. Im Nachhinein stehe ich echt sehr, sehr schief dort. Ich glaube, es würde nicht mal mehr zählen, aber trotzdem, in Formel 1 22 ist das alles möglich, Gott sei Dank. Und ja, wie gesagt, man kann zwar sagen, dies, das, Ananas, aber ja, klar, das war eine Machtdemonstration von Red Bull. Die dürften dann noch mehr gefunden haben in der Sommerpause oder es ist dann wahrscheinlich auch den Bedingungen und vor allem auch der Länge der Strecke geschuldet. Wir gehen in die Box, wir probieren eine komplett crazy Strategie, ist nämlich Regen angesagt, ob einem Drittel des Rennens. Ich weiß nicht genau, wann das Drittel vorbei ist. Deswegen entschied ich mich mal auf Rot zu gehen, was sich im Nachhinein als totalen dummen Fehler herausgestellt hat. Los geht's,
Wir gehen dennoch auf Rot, werden hoffentlich hier nicht allzu weit zurückfallen. Und ja, ich wollte so ein bisschen eine crazy Strategie wie Ferrari halt eben ausprobieren. Wir fallen da auf den 9. Platz zurück hinter Carlos Sainz Jr. Der wird uns halt das Leben jetzt nicht allzu schwierig machen, denke ich mal. Los geht's hier mit uns, ab ins Rennen. Rouge rauf wurde auch ordentlich geändert. Man hat da eine Riesentribüne hingesetzt und das Chalet da links ist komplett abgerissen worden. Schade. Oh, da geht es ein bisschen hitziger raus. Anfahrt Blanchimont, da sind wir am Heck von Carlos Sainz dran, unsere Reifen frischer. Aber auch die Wahl angefahren auf jeden Fall. Und da innen bleiben nur nicht Track Limits, sonst müssen wir den Platz wieder zurückgeben. Aber das war's. Sanford am Wochenende wird auf jeden Fall very interesting, weil ich bin nicht der große Niederlande-Fan von der Rennstrecke her. Ich mag die Charakteristik auch nicht und diese Steilwände sind zwar cool, aber im Game wird's echt, ist es auch schwierig zu fahren. Es wird auch, glaube ich, eine Premiere geben mit dieser, die ganze letzte Kurve ist DS-Zone, um da ein bisschen die Spannung noch mehr aufrechtzuerhalten, weil sich das letztes Jahr leider als sehr große Schnarchnasenrennen ausgestellt hat, wenn man halt kaum überholen kann, weil die Strecke sehr eng, sehr kurz und ja, teilweise dann auch sehr bold war für viele Leute und Zuschauer. Und ja, wenn da schon so viele Leute hinkommen, dann möchte man denen wahrscheinlich auch eine maximale Action bieten. Vielleicht gibt es auch eine Premiere mit Full Track DRS. Nein, Spaß, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, der dritte Moment, oder beziehungsweise mein dritter, Alter, der gibt mir einen Wheelbang mit, Esteban Ocon, war auf jeden Fall die Aufholjagd einiger Fahrer. Sebastian Vettel, gut, hat sich vorne gut gehalten. Man muss sagen, Pierre Gasly war einer dieser Fahrer, die sich echt da durchs Feld gepflügt haben. Auch Charles Leclerc und Verstappen natürlich, aber die vorneweg. Man erwartete sich das auch von den zwei besten Autos der Season. Aber Pierre Gasly musste aus der Boxengasse starten und schaffte es. Alter, was ist denn hier los? Da hat es, glaube ich, irgendwem erwischt. Irgendwem hat es hier weggedreht. Ist ein Dunkelrot, ein Aston Martin oder so. Carlos Sainz, oh nein. Okay, es war Sainz, den sie weggedreht hat, oder der hier da rausgeflogen ist, leider. Pierre Gasly musste aus der Boxengasse starten, P9. Und das war wirklich sehr, 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 sehr stabil von ihm. Natürlich auch erwähnenswert auf jeden Fall Alexander Albon, der mit seinem 6. Platz im Qualifying gestern eigentlich alle Erwartungen gesprengt hat und dann noch im Rennen einen draufsetzt. Mit dem 10. Platz holt er sich dann noch den einen WM-Zähler, was meiner Meinung nach mit diesem Auto eigentlich echt fabelhaft ist. Wir sind hier, ich habe hier einen leicht gelben Flügel, ich weiß nicht genau, wo ich mir den geholt habe, vielleicht mit dem Ocon Bouncer, das ist aber jetzt auch nicht so wild. Es soll noch zu regnen beginnen, aber wir haben uns jetzt alle mal weiß geholt. Warum ist Russell hinter mir? Ich konnte ihn bei der Boxeneinfahrt, ich weiß nicht genau, was Verstappen hier vorhat, ich konnte ihn bei der Boxeneinfahrt noch rein überholen, wie einst Schumacher in China. Der ist sehr, sehr cool. Und sadala. Oh, es geht in die erste Kurve. Leider haben wir hier noch kein Kiesbett, weil das würde das Ganze noch interessanter machen. Auch oben, in Kurve Nummer 6, glaube ich, ist das, wo Alonso und Hamilton da den Fehler hatten, hatte auch Latifi. Wie man natürlich muss, eigentlich in jedem Rennen einen Vorfall mit Latifi geben. Ist da auch rechts ins Kiesbett reingekommen, wo es bei uns leider im Game noch Asphalt gibt. Und ist dann abgeflogen und hat leider Bottas dann auch das Rennen zerstört. Das ist natürlich blöd. Hier rechts auch überall jetzt Kiesbett. Ja, genau, ich wäre jetzt auch im Kiesbett gewesen. Und so ist es dann auch Latifi leider ergangen. So, lala, Hamilton jetzt vor uns, der Pace damit einer Sekunde Vorsprung weg, aber ich bin guter Zuversicht, dass wir da mithalten können. Die Pace ist echt enorm. Ich fahre auf Schwierigkeit 82, also das ist schon wirklich mehr als wir am Anfang. Ich bin damals 74 oder so gefahren. Jetzt ist es Streckenvariabel. Ich fahre immer zwischen 82 und 87 circa, weil ich einfach noch nicht mit der Pace der KI mithalten kann. Ja, hier auch wieder leicht vertan. Ist auch der Kälte der Reifen natürlich noch geschuldet. Hinterm Safety Car kannst du nicht zu pacen. Und ich möchte natürlich auch hier an Hamilton dranbleiben. Das funktioniert noch gut. Übernächste Runde wird es dann hoffentlich die OS geben. Und dann werden wir hier uns Hamilton vorknöpfen. Blanchimont gab es auch in der Formel 3 dieses Wochenende einen sehr, sehr schlimmen Unfall.
einer wollte den anderen, Goethe, glaube ich, war da involviert. Ich weiß aber, sorry, bei Gott nicht mehr die Namen. Die haben sich da berührt. Also er wollte, ein Fahrer wurde von einem anderen außen, also innen überholt, der ist dann weit gegangen und der zweite wollte sich dranhängen, dann gab es die Berührung und auch einen Überschlag, aber es ist Gott sei Dank, also beide sind dann geradeaus im Blanchiment ins Kiesbett und in die Mauer gefahren, hier rechts dann geradeaus, genau hier links dann geradeaus, nichts bei beiden, also jetzt auch ein Kiesbett, nichts beiden passiert, Gott sei Dank, muss man fast sagen. Für mehr Infos schaut unbedingt gerne auf meinem TikTok-Account vorbei, da gibt es immer wieder viele, viele News und auch heute wird es da wieder vieles geben, Noten, Recaps, gab es gestern schon, wir werden da über alles reden, News des Tages und, wirklich, da bin ich sehr, sehr, sehr aktiv und ihr seid doch immer sehr, sehr viele, die da mitschauen. Wir sind jetzt hier an Lewis Hamilton dran, in der 14. Runde und schon langsam wird es auch bald zu regnen beginnen. Das Wetter ist leider immer eine Sache hier. Ja, er hat sich hier noch besser positioniert wie wir, aber lange geht das nicht. Ah, da kommt der Querstand und jetzt ist leider auch schon Verstappen hier, der uns da wahrscheinlich nichts mehr schenken wird. Ich glaube, wir müssen jetzt endlich angreifen und ja, das war mit der Brechstange. Da müssen wir raus, aber ist nicht so schlimm, da vorne kannst du ganz seicht reinfahren. Mit dem neuen Layout würde das nicht mehr so funktionieren. Ich bin ja noch vom Gas runter, weil ich mir den Vorteil verschafft habe, aber jetzt geht's trotzdem. Er ist ja aufgesessen, das ist rausbeschleunigen. Ich habe voll Bock am Motorsportmanager, Leute. Würdet ihr gucken, wenn wir das machen? Ich würde mich echt freuen. Wir werden da auf jeden Fall geile Sachen machen. Jetzt geht's in die Kurve, wo es mit Alonso gekracht hat. Aber wir, ja, kommen hier schmuff durch. Ich wäre wieder im Kiesbett gewesen. Aber das ist auch so eine Angewohnheit. Ich nehme die Kurven ein bisschen mehr mit Schwung, weil auch der Flügel hier tot ist, links. Also er ist nicht mal, man würde es vermutlich von außen nicht mal sehen, aber im Game fühlst du das, wie wenn er abgerissen wäre. Das ist echt, ja, sehr, sehr komisch gemacht. War aber auch in Formel 1 21 noch schlimmer, muss man sagen. Double, gutsch, hier durch, zack, links und nochmal links. Und jetzt sind wir eine halbe Sekunde immerhin von Hamilton mal weg. Und wir führen den Grand Prix von Belgien wieder an. In der 15. von 22 Runden, was schon echt enorm cool ist. Also die Pace ist wirklich da und das Auto lässt sich auch sehr, sehr gut handeln. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze nächste Woche in der wirklichen Formel 1, wie das Ganze passieren wird. Für mehr Infos, wir werden da auch Stories und so weiter über Zandvoort, über vergangene Rennen. Ich werde dann auch Fakten wieder, Quiz wird es wieder geben. Also wie an jedem Rennwochenende viel, viel Stuff auf TikTok und vor allem auch die Hotlap wieder auf TikTok. In Formel 1 vielleicht auch wieder mal, oder hier auf YouTube auch wieder mal eine Hotlap. Da könnten wir noch detaillierter über die Rennstrecke reden. Also ja, vielleicht kommt das auch noch, aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ab Monza wird es halt dann auf jeden Fall, da bin ich auch viel zu spät auf der Bremse. Ab Monza wird es auf jeden Fall wieder Hotlaps geben. Wir werden dann auch detaillierter, werde die mit euch fahren und dann auch gucken, wo man auf jeden Fall besser, oder wo die Punkte liegen, so auf jeden Fall. Salam. Aber jetzt geht es hier wieder zurück. Und ja, das ist das Überholmanöver gegen Lewis Hamilton. Wir konnten jetzt in den Bergen ein bisschen dran saugen. Das ist halt auch die Stärke von dem Ferrari im Game. Unsere Nase ist schon ordentlich touchiert. Da fehlt schon alles an Sponsoren. Und wir sind in der letzten Runde und jetzt hat es zu regnen begonnen. Wir haben DRS deaktiviert. Und jetzt hat es nur noch überleben. 12 Sekunden konnten wir rausfahren, aber ja, das Verrückte ist, Alter, hier, die letzten, also es waren bis zur vorletzten Runde, bis es dann zu tröpfeln begonnen hat, waren es eigentlich nur 6 Sekunden und die habe ich jetzt hier wirklich im Regen, habe ich die aufgeholt, diese 6 Sekunden, also die hinter mir haben gekämpft und vor allem gab es da richtig anscheinend Probleme bei denen. Wir sind eigentlich alle in der gleichen Runde reingekommen, aber das war's hier. Wir gewinnen mit Fake Charles Leclerc, den großen Preis von Belgien, was schon natürlich für ihn gut gewesen wäre. Verstappen natürlich nur Dritter, was noch viel besser wäre. Und das wären auch die Voraussetzungen gewesen, die Leclerc gebraucht hätte, um noch Chancen auf den Weltmeistertitel zu haben. Pierre Gasly, Driver of the Day, kann ich nachvollziehen. Der ist echt gut gefahren. In der wirklichen Formel 1 ist es Verstappen geworden, was ich natürlich teilweise nachvollziehen kann. Aber meiner Meinung nach wäre Alexander Albon oder auch ein Ocon, der noch weiter hinten gestartet ist und auch in die Top 5 gefahren, 6 glaube ich ist er gefahren, das meldet hat sehr, sehr gut. Die Nummer habe ich mir behalten, die Nummer 13, mit der fahren wir immer und ja, anders sehen wir auch aus, aber der Helm ist eigentlich vom Design her
sehr, sehr gleich. Ich habe das Grün, das Grün hätte Weiß gehört, aber ich dachte mir, ein kleiner Unterschied muss auf jeden Fall sein. Ja, wir gewinnen hier. Das ist sehr gut. Wenigstens wird Leclerc virtuell Weltmeister, was schon mal sehr, sehr cool ist. Ich habe mir auch gedacht, wenn man so eine Fahrerkarriere macht, wo man dann den Fahrer replaced, dass man dann auch den Fahrer übernimmt, aber das geht leider nicht. Wir gewinnen hier. Das ist sehr cool. Wie wird es in Zandvoort weitergehen? Ich bin mir nicht sicher. Die Pace ist auf jeden Fall da und die Streckencharakteristik und auch eine Länge ist eine komplett andere. Wir sind dann am Meer und nicht mehr in den hügeligen Ardennen. Und ja, wir werden auf jeden Fall einen Verstappen sehen, der ultra motiviert sein wird. Für mehr Infos und News schaut gerne auf TikTok vorbei. Die nächsten Tage wird auf jeden Fall wieder Stuff hier kommen. Abonniert den Channel gerne kostenlos. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal. Und ja, unser Teamkollege ist leider nicht ins Ziel gekommen. Wir sehen uns später. Abonniert den Channel gerne kostenlos, dass das nicht mehr passt. Und bis später auf TikTok oder morgen oder übermorgen. Ciao.